Ja. Hallöchen, herzlich willkommen zur 41. Folge von Hard Economic Don. Hier am American Truck Simulator mit den Hard Economic Mod von Klaas. Ja, herzlich willkommen hier in Bend in Oregon. Bend liegt auf 1104 Meter Höhe. Das ist umgerechnet ca. 3600 Fuß. Bend hat 92.000 Einwohner und ist Sitz des Deschutes County. Deschutes County. Jetzt ist grün. Bleibt auch grün für uns, sehr schön. Ja, wir fahren hier weiter auf der US 20 Richtung East, also Richtung Osten. Mach Sitz. Jojojo. Ja, Bend, Paradebeispiel zum Thema Holzindustrie, Oregon, aber auch Washington sind ja so die Bundesstaaten, wo die große Holzindustrie oder dem die große Holzindustrie nachgesagt wird. Das ist mehr oder weniger Geschichte. Hier in Bend wurden zwei der größten Sägewerke der Welt geschlossen und abgerissen und stattdessen wurde ein Freizeit- und Einkaufscenter errichtet. Wir müssen hier links abbiegen. Müssen wir hier noch durchmogeln. Letzten Moment noch das Schild gesehen nach Burns. Ja, Brooks Scanlon und jetzt muss ich gucken, Shefflin Hickson. Das sind die beiden Sägewerke, die es hier mal gab. Wie gesagt, waren die größten Sägewerke oder mit die größten Sägewerke der Welt geschlossen. Hauptwirtschaftszweig von Bend ist heute Das war ein kleiner Anfängerfehler. Ich war hier noch in der großen Gruppe. Und das wird nichts beim Anfahren. Kit. Grüne Welle hier, einwandfrei. Oh, jetzt kommt die Abbieger hier nicht aus dem Knick. Fahrt zu.
Einmal Schwung hast hier mit dem Gehöck. Willst du den auch behalten nach Möglichkeit? Gut, die kommen alle aus dem Knick da vorne. Jetzt überwinden wir wieder rund 250 Meter, 200 Meter ungefähr Höhenunterschied nach oben, wohl bemerkt. Nächster Halt ist nämlich, oder nächster Checkpoint ist nämlich Burns. Burns, Oregon, liegt auf 1264 Meter, 4100 Fuß. Burns wurde 1889 gegründet, im Sinne von eingetragen, hat bescheidene 2800 Einwohner und ist Sitz des Harvey County. Harvey County hat 7300 Einwohner. Und obwohl Burns nur nicht mal 3000 Einwohner hat, spielt es hier in Oregon eine recht zentrale Rolle, weil halt ringsrum noch weniger ist. Kaum zu glauben, aber es ist halt so. Und Burns hat, wie gesagt, trotz der wenigen Einwohner eine Highschool, ein Krankenhaus und diverse Einkaufsmöglichkeiten. Ich weiß, ich darf 65 fahren, aber ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, hier 65 zu fahren mit dem schweren Truck. Bei den Kurven hier. Reduce its speed ahead. 45, ja. So, wieder 60 fahren. Meilen die Stunde, knapp 100 km/h. Oh, bei den Kurven hier wird das natürlich nichts. Wir merken jetzt schon von der Vegetation her, ne, dass wir uns hier Richtung Süden bewegen. Keine dichten Nadelwälder mehr, nur noch Steppe. Oder Prärie, wie man es nennen will. Das Höchste, was hier rausragt, ja, nicht mehr der Busch dahin, sondern hier die Stromleitung. Keine Bäume mehr, nur noch Sträucher. Einmal mehr 45er Speed Limit.
20 East, jawohl. Das war unsere Kreditrate. So, war wieder Schild mit Use it Speed Ahead. Nach der Kurve geht es nämlich nach Burns rein. Können wir uns schon mal 35er Speedlimit gefasst machen, wenn nicht sogar noch weniger. Schön rollen lassen. Und jetzt halt auf 35 halten erstmal, bis wir genaueres wissen. Viel schneller ging die Kurve sowieso nicht. Achso, im Sommer sieht das Schuh da ganz anders aus hier, ne? Letztes Mal hier war in der Gegend lag noch Schnee. Komm, fahr. Hier in der Tank haben wir schon mal gedreht, könnt ihr euch noch einen Sinn. Waren wir, glaube ich, sogar mit, auch mit Double Trailers unterwegs und mussten an dem Walmart abladen. Jetzt links hinter uns im Spiegel sieht man es noch. Oh, jetzt rollt er wieder zurück. Da sind wir vorbeigefahren und mussten mal an der Tanke drehen. War ein kleiner Anfang von unserer steilen Karriere hier. So, 55 Meilen die Stunde, 89 km/h. Dürfen wir jetzt fahren hier? Ist immer blöd hier in der Kurve die Spur zu wechseln hier. Uhrzeit muss man am Auge behalten. Bis 16 Uhr müssen wir Feierabend machen, also 4 Uhr PM. Oder? 6 Uhr sind wir losgefahren. 10 Stunden haben wir gesagt, ja. 4 Uhr PM.
So, sind wir jetzt quasi an Burns vorbei. Führt uns dann die Oregon State Route 78 Richtung Osten bis auf die US 95, die dann Richtung Süden führt, nach Nevada hinein. Winnemucca, also es kommt erstmal ewig keine Stadt. Winnemucca ist noch sehr weit weg. Weiß nicht, ob wir da überhaupt heute noch hinkommen. Hier die Paraglider. Ich glaube, da muss er auch schon ein bisschen wahnsinnig sein, um sowas zu machen. Jetzt kommen Kurven. Die Wolken sind aber schnell unterwegs da. Bevor es auf die 95 geht, kommt eine Tankstelle. Ah, ein bisschen zu früh noch, wa? Jetzt haben wir eine andere Zeitzone gekommen, habt ihr das mitgekriegt? Wenn wir eine Stunde zurückdenken jetzt, ne? Mountain Daylight Time sind wir jetzt. Da sind wir aber dann, glaube ich, wieder draußen, wenn wir nach Nevada reinfahren. War jetzt so abgelenkt, dass ich noch nicht mal das Schild zu der White Station gesehen habe. White Station geradeaus. Ach ja, ich glaube, ich weiß, dass sie da ist. Das ist krass. Durch das es jetzt hier Sommer ist, sieht es alles anders aus. Jetzt kommt es bei mir langsam wieder ins Gedächtnis. Müsste jetzt hier links fahren und dann geradeaus. Jetzt geradeaus und dann wieder links. Doofes Geäffel hier. Da fährst du hier immer einmal mit der Kirche ums Dorf, wenn du hier wiegen musst.
Stoppschild wieder hier. Das Stückchen Straße passt gar nicht unser langer Truck hin. Guck, der hinterste dreht er noch raus wahrscheinlich. Ah, fast. So, wollt ihr mal gucken, ja? Bam, 104.000 Pounds. So, knapp 2 Stunden noch. Was machen wir? Feuern weiter. Wir feuern weiter. Geben Kit und gucken noch eine Tankstelle. Ja, wenn du hier jetzt Pause machen willst, dann der Tank. Muss der wieder eine Runde um den Kirchturm fahren. Weil hier scharf links wäre ich wahrscheinlich nie rausgekommen. Wir fahren ja jetzt quasi in die falsche Richtung, ihr seht es ja hier im Ruderwisser. So, 1,5 Stunden noch, hui, hui. Alter, Gold ist der eben ein Haufen Zeit, ne? Oh, Stoppschild auch noch. Hätte es nicht wenigstens vorwärts achten sein können. So, Kit jetzt. Ja, hätten wir jetzt hier an der Tanke Pause machen müssen, hätten wir jetzt wieder nach links gemusst. Gut, in der Tanke hätte man vielleicht drehen können. Hätte man dann wieder in die Richtung rausfahren können. Aber, ja, gut, zu spät. Habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass jetzt tatsächlich so viel Zeit hier dabei flöten geht bei der ganz in Misere, 1 Stunde jetzt noch. Jetzt geht es auch noch bergauf hier. Ei, 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 ei. Snowzone. Okay. Ich glaube, es geht gerade mit dem Schnee, es geht gerade so.
jetzt geht's bergab, jetzt nutzen wir den Schwung hier. Pedal to the metal. Ich traue mich gar nicht auf die Uhr zu gucken. Ich noch eine halbe Stunde. Das stimmt ja nicht ganz, ja. Ich glaube, 10:30 sind um 4 Uhr um. Also 4 Uhr Pacific Time. Müssten 10:30 Stunden rum sein. Also so dramatisch ist es eigentlich nicht. Aber ich will ja irgendwie bei euch die Spannung aufbauen. Nee, Quatsch. Quatsch. Eine weite Kurve, es geht. Nur wegen der Kurve den Tempomat rausgenommen. Stromleitung geht so scharf nach rechts. Geht die Straße also scharf nach rechts? Nee. So, wo ist die Tanke? Rechts oder links? Wo wollen wir anhalten? Ich glaube, rechts war es. Das war 35er Speedlimit. Hier hätte ich auch schon mich hinstellen können, theoretisch. Rest Area, da vorne. Stehen wir auf zwei Parkplätzen. Aber er will denn die Doppeltrailer rückwärts rangieren. Erstmal ein kurzer Blick auf die Uhr, dass wir es richtig aufschreiben. Ja, 3.15 Uhr. Ist das jetzt noch... Ne, 4.15 Uhr, stimmt schon. Jetzt ist ja wieder Pacific Time. Was seht ihr? Vorhin hatten wir Mountain Time, MDT, Mountain Daylight Time und jetzt haben wir PDT. Pacific Daylight Time, 4.15 Uhr. Müssen wir jetzt merken, ja, das ziehen wir vom Rangieren ab. Ich will das jetzt mal probieren.